Ja, hallo Leute, Matthias nochmal hier aus Buriram. Und ihr seht, sind die Leute hier jetzt schwer am Arbeiten. Das ist das Gras geschnitten und auf meinem Pickup verladen. Wir sind hier mitten in den Reisfeldern. Reingekommen bin ich irgendwie. Mal sehen, ob ich von der anderen Seite dann auch wieder rauskomme, weil der Boden ist ziemlich weich. Und ja, schauen wir mal. Da ist meine bessere Hälfte. Die tut das Gras zusammenrechnen. Alle sind angezogen. Das heißt, die Kleidung ist nicht wegen, weil es kalt ist, sondern einfach wegen der Sonne. Wenn die draußen arbeiten, ist halt der normale Sonnenschutz hier in Thailand. Ja, wie man sieht, das Gras, das wird dann einfach so im Reisfeld verbreitet und in den feuchten Schlamm reingetreten. Und das soll dann angeblich so anwachsen. Bin ich mal gespannt. Aber wenn es die Leute sagen, die kennen sich aus, glaube ich schon, dass das funktioniert. Hoffentlich funktioniert das natürlich auch in Surin. So, ansonsten, ja, kann ich sagen, war ein echt wunderschöner Tag heute, die ganze Fahrt hierher. Wir sind halt nicht auf der Schnellstraße, sondern einfach so über die Landstraße gefahren. Und ja, man sieht jede Menge, die Landschaft ist sehr schön, Kühe, Büffel, alles Mögliche seit Eristan in Thailand. So, das war's vom Ruhe für heute. Wir werden noch ein bisschen da Gras zusammen rechnen, bis der Truck voll, bis das, der Pickup voll ist. Und dann machen wir uns auch schön langsam auf den Heimweg. Also, ich verabschiede mich dann hier und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand.